Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arcania. In der letzten Folge sind wir in Sornjara angekommen und erkunden etwas die Stadt und die offensichtlich leerstehenden Häuser. Ich weiß nicht, warum muss man das so machen? Warum kann man nicht einfach dann die Fenster zunageln? Das ist ja in anderen Spielen auch, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen halt eine große Stadt, aber wir können nicht jedes Haus füllen. Ich meine, hier ist zumindest ein Boden und so weiter drin, aber in dem Haus da war ja einfach Erde. Das muss ja nicht sein. Entschuldigung, musst du husten. Deswegen hat das so ein bisschen gewackelt gerade. Ja, hier waren wir. Heda, was kann ich für dich tun? Hagier. Käse. Hier ist überall alles voll mit Käse, kann das sein? Ich möchte mir deine Waren ansehen. Hast du irgendwas Spannendes? Das Arsenal der Drachenjäger, Drachentöterbolzen, die brauche ich jetzt wirklich nicht. Stahlbarren könnten wir hier kaufen. Oh, die brauchen wir nicht. Weißaugenbogen, 37 Fernkampf. Ja, weg mit dem da. Die kann inzwischen auch weg. Dann können wir das mal dahin tun. Wobei so rum. Das kann weg. Die kann weg. Weg. Ja, stimmt. Die habe ich gemacht, um sie zu verkaufen. Das haben wir ja schon. Oder auch nicht. Habe ich kein Schild angelegt? Und habe ich jetzt unser Schild verkauft? Aber ich kann es ja für denselben... Nee. Okay, was? So. So und so. Und so. Hä, wieso habe ich jetzt noch so viele Nahkampfwaffen? Habe ich die nicht verkauft gerade? Das war nicht so clever, wenn das so ist. Ja, habe ich nämlich nicht. Schwarze Buße. Ja, weg, weg. So, 40 und Leech ist ja meine Zweihandwaffe. Das heißt, das Ding kann weg. Das Ding sowieso. Das kann weg. Die behalten wir auch mal. Das kann weg. Oh. Oh, fast 5000 Gold gemacht einfach. Kann man machen. So, wer bist du? Aus dem Weg! Dicker! Was ist mit dir?
Was machst du hier? Fremder, du brauchst sicher Proviant und Ausrüstung. Ja, weiß ich noch nicht. Zeig mal. Ich möchte mir deine Waren ansehen. Du hast wirklich Proviant. Ja, da brauche ich tatsächlich gar nichts von. Was willst du? Weiß ich noch nicht. Was hast du denn? Ich möchte mir deine Waren ansehen. Ah, du hast das ganze Zeug. Okay. Können ja nochmal die gereiften Heilpflanzen alle kaufen. Und weißt du was? Ich glaube, wir kaufen jetzt auch einfach mal mächtige Heiltränke. Oder? Es bringt so wenig. Es sind so wenig nur. Ach ja, was wir können ja auch noch hier mal sowas verkaufen. Besen. Zerkratzte goldene Kelche. Das finde ich auch nochmal richtig Kohle. Rostige Säge. Alte Fackeln. Eine Spitzhacke. Die ganzen leeren Schriftrollen können alle weg. Goldene Innos-Statuen. Ja, ich glaube, so können wir das erstmal lassen. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir nicht vielleicht doch irgendwas herstellen können, so heiltrankmäßig. Potente Heiltränke können wir machen. 14 Stück. Heiltrank 36, das sind die. Starker Heiltrank. Mächtiger Heiltrank. Ah, hier, potenter Heiltrank. Plus 200. Ja. Ich will erstmal noch unsere Heiltränke aufbrauchen und dann auf die anderen wechseln. Da bin ich mir wirklich nicht so sicher. Was willst du? Das frage ich mich auch. Armschienen des Edelmanns. Gut, hier ist alles blockiert, sodass man da nicht weitergehen kann. Und da ist das Spiel abgeschmiert. Spitze. Oder auch nicht, hä? Hä? Was war das? Mächtiger Heiltrank. Ah, ich bin mir fast sicher, dass es gleich abstürzen wird. Was ist das da? Nichts. Die Aufnahme läuft auch noch? Nö, dann keine Ahnung, was das war. Bürgerin. Guck mal hier, kann man sich in den Biergarten hocken. Ist doch schön hier. Was ist da oben noch? Gibt's hier irgendwas? Hä? Einmal war ich einfach drin. Aber die Betten sind sehr schön hier. Das muss man auf jeden Fall sagen.
sind bis jetzt die schönsten Betten. Also, was heißt die schönsten? Das sind die, die am gemütlichsten aussehen. Von all den Betten, die wir bisher so gesehen haben. Was? Wer? Warum? Was ist hier los? Einmal schreit einfach irgendwer. Der Schierling. Wo ist der Schierling? Wer sagt das? Hoenos, beschütze uns in unserer Not. Was? Was passiert hier? Aha, hier kann man runtergehen. Ich wollte keinen Trank trinken, egal, es ist zu spät. Ah, der Neophyt. Was? Du müsstest genügen. Oh nein, ich habe keine Zeit für Botengänge. Gorn sagt, du weißt, wie ich zum Hafen komme? Korrekt. Der Weg ist allerdings versperrt. Wie komme ich durch? Im Armenviertel stehen zwei Obelisken. Wenn du sie aktivierst, dürfte dich das zu deinem Ziel führen. Was sind das für Obelisken? Überbleibsel einer proto-arganischen Kultur. Sie scheinen Extremata im arkanen Spektrum zu nivellieren. Sie halten Magie im Gleichgewicht? Aha. Er ist nicht so dumm, wie er aussieht. Ja. Diese Obelisken neutralisieren alle Konzentrationen an Innos oder Belia-Magie über einem bestimmten Schwellenwert. Das heißt? Die wandelnden Toten werden mit diesen Obelisken keine Freude haben. Milton und ich dürften indes unbehelligt bleiben. Wir haben alle intakten Obelisken aktiviert, die wir finden konnten. Wie aktiviere ich die Obelisken? Ich habe einen Zauber vorbereitet und in zwei Schriftrollen gebunden. Na schön. Her mit den Schriftrollen, ich muss zum Hafen. Ich habe sie nicht. Meine Helfer haben sie. Und die sind? Tot. Einen dieser nutzlosen Narren kannst du sehen, wenn du die Treppe hinabsteigst. Der andere... Nun, du wirst ihn suchen müssen. Toll. Dann steigen wir mal die Treppe hinab. Und kloppen uns mit den Untoten. Hätte ich sowieso gemacht, allein für die Erfahrung. Tja, sonst ist hier nix. Was bist du denn? Ekelhaft. Kotzt mich das an. Ein verwesendes Hirn. Ich fühle das, Zombie, ich fühle das. Wenn ich dieses Spiel spiele, passiert das bei mir auch. Ich kann es förmlich spüren, wie mein Hirn verwest. Thank you.
Schon wieder? Was soll das? Jetzt ist es abgeschmiert. Okay. Bis gleich. So, da der letzte Spielstand war, nachdem wir das Ding aktiviert hatten, muss ich die Zombies gerade nochmal alle verprügeln, aber das ist ja nicht so schlimm. Ah, hier ist auch mal wieder nichts. Was willst du denn von mir? Bringt das eigentlich was, den zu blocken? Nö. Der schlägt einfach durch unser Schild durch. Noch so ein Zombie. Lass das doch. Alles klar, er ist einfach auf dem Dach. Da kriege ich ihn wahrscheinlich jetzt auch so nicht mehr runter, wa? Aber erstmal den Zombie hier. Vielleicht. Ah, doch, er ist wieder runter vom Dach. Eine Räucherkammer. Das finde ich cool. Ja, da ist auf jeden Fall ein Magier mit bei. Hallo. So. Ah, und da... Nee. Hä? Interessant. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier nicht lang können. Ja. Hätte mich auch gewundert. Ein Diamant. Wie komme ich da rauf? So komme ich da rauf. Schon wieder so ein Zombie gespawnt. Naja, dann aktivieren wir mal dieses Ding hier. Und dann müssen wir wohl wieder zurück zu Ningal, wa? Ach, da ist er ja. Hallo. Ich habe die Obelisken aktiviert. Ja, ich kann den Arkansog spüren. Hier ist der Schlüssel zum Tor der Marktbrücke. Sie befindet sich im Norden des Marktviertels und führt dich zum Hafen. Was? Ich hätte gar nicht zu den Obelisken gemusst? Doch, ich hätte dir den Schlüssel sonst nicht gegeben. Du hast mich reingelegt. Warum? Du hast die Obelisken aktiviert.
Und das führt dich zum Hafen. Ja, finde ich jetzt vor allem auch nicht schlimm, dass er, also, dass wir ihm helfen, so. Macht ja nichts. Tja, ich werde nochmal kurz gucken, nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Sekunde. Ja, hier gibt es sonst nichts weiter. Dann können wir ja jetzt zum Tor aufbrechen. Ja, und wenn dem Helden wirklich so viel daran gelegen hätte, sofort durch das Tor zu kommen, dann hätte er halt auch einfach das Tor aufbrechen können. Aha. So. Gehen wir erstmal hier unten im Graben, gucken, was hier so los ist. Und dann bleiben wir auch hier unten. Ich habe übrigens immer noch nicht verstanden, warum hier so viele Untote sind. Das begreife ich irgendwie nicht. Also vielleicht bin ich zu dumm, das kann sein. Aber vielleicht ist das Spiel auch dumm. Das kann auch sein. Ich halte beides für wahrscheinlich. Und da könnten wir jetzt lang gehen. Oder wir gehen halt erst nochmal in diese Richtung. Noch ein bisschen weiter erkunden. Ah, okay, da kamen wir dahin. Und hier rauf. Kamen wir. Oh nein. Nochmal falle ich nicht drauf rein. Okay, also hier wohnen wohl Leute drin. Ah, und hier ist mal wieder eine komische Barriere, die sich aktiviert und deaktiviert die ganze Zeit. Gut, also führt uns der Weg einfach nur zum Hafen und wir haben keine andere Möglichkeit, irgendwo anders hinzukommen. Aber das ist okay, wir werden es schon schaffen. Ach, noch mehr Zombies. Wir schlitzen erstmal alle weg, die wir so finden können. Und dann gucken wir weiter. Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist gerade jetzt mit dieser Waffe, die ja beschrieben wird mit, sie ist leicht, aber trotzdem ultra scharf mäßig. Wie kann es sein, dass dann jemand mit einer Holzarmbrust das Schwert blockt? Das müsste ja einfach durchgeschnitten werden dann. Was bist du?
Wer bist du? Was bist du? Ich bin ein Verbündeter. Mein Name ist Xardas. Ich habe dich am Tempelausgang gesehen. Bist du ein Geist? Ein männlicher Anosiri? Nein. Was du siehst, ist eine astrale Projektion. Ich selbst stehe in meinem Turm, östlich von Tushu. Was willst du von mir? Dir helfen. Und das soll ich dir glauben? Was du glaubst oder nicht, ist irrelevant. Deine Taten zählen. Was ich tue, hängt von dem ab, was ich glaube. Du wirst tun, was du tun musst. Es liegt in deiner Natur. Das werden wir sehen. Das war ja ein tolles Gespräch. Aber damit ist es jetzt... Adler? Was ist denn Adler? Hier steht Adler. Egal. Aber damit ist es jetzt definitiv bestätigt, Xardas lebt. Warum? Keine Ahnung. Warum ist er wieder in Myrtana? Keine Ahnung. Wird er selber wissen? Keine Ahnung. Alles ist leer. Zum Boten. Zum Boten. Geht weg. Ich hab keine Lust auf euch. Hör auf zu kotzen. Level 26. Also dieses Minigame zum Schloss eröffnen ist auch völlig beknackt. Moment. Hier ist eine Inos-Statuette. Ah, da ist Diego. Mit dem reden wir jetzt aber noch nicht. Moment, was ist hier? Altes Buch. Sturm der Qualen. Sturm der Qualen. Belias Blut. Starre. Irgendwas ist hier noch. Was ist der Trank? Nee. Ah, altes Buch. Nee. Inferno, Inferno. Sind das Spruchrollen gewesen? Wahrscheinlich. Noch mehr Zombies. Juhu. Und noch mehr Zombies.
So, ich würde sagen, in der nächsten Folge reden wir dann mit Diego. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ciao.